Welcome everybody und damit herzlich willkommen, meine Freunde des Ausdauersports, zur neuen Vlog-Serie zum Ironman Kopenhagen. Wir haben Sonntagvormittag und ich begebe mich jetzt erst nochmal auf eine letzte Swim-Session hier zu Hause und dann geht's auf die Autobahn. Circa 5,5 Stunden planmäßig nach Routenguide bis Hamburg, dort Zwischenstopp und morgen geht es dann weiter, der Rest am verdienten Ruhetag nach Kopenhagen. Weiter, wir gehen auf die Reise. Vanitzmilka Schokoland. Ich bin wieder zurück im Auto und es geht nach Hamburg. Hansestadt Hamburg. Zwischenstopp von heute auf morgen. Ich habe es ja bereits gesagt. Und das Navi sagt, wenn ich gut durchkomme, 5,5 Stunden. Nach Prost-Mahlzeit, nach Maastricht waren es 3,5 Stunden und das hat mir schon gereicht. Naja, da muss ich jetzt durch und dann morgen nochmal circa 4 bis 4,5 Stunden weiter. So ist es. Ich reise mit meinem kompletten Hausstand fast. Die Laufbänder habe ich zu Hause gelassen. Aber wenn ich mich hier so umschaue, die wichtigsten Trainings- und Wettkampf-Gadgets sollte ich eingepackt haben. Ja, ich fahre jetzt auf die Autobahn, mal gucken, was im Radio läuft. Nee, aus der Jukebox, Radio höre ich nicht. Ja, Sonntag sollte doch eigentlich auch nicht so viel Verkehr sein. Ich weiß es nicht. Was haben sie denn da gebaut? Letztes Mal die Ziegen, jetzt hier das Gebäude. Das könnte doch schon älter sein. Markthalle? Was? Okay, es ist warm. Tschüss. Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's alright, it's alright. Hand in hand, we take a caravan to the motherland. One by one, we gonna stand up and fight. All that can't be denied. Stand up, stand up. Ich melde mich von der B4, bin jetzt mittlerweile seit ca. 4 Stunden unterwegs, fahre eine Umgehung, weil die Autobahn A7 Richtung Hannover dauernd mit Staumeldung versehen war und dann dachte ich, fahre ich die Alternativroute, die nur 25 Kilometer länger ist, aber mit freier Autobahn, ja. Bis ich dann feststellen musste, dass ich dann die Autobahn verlassen muss, um auf die B4, diese Bundesstraße, auszuweichen. Ja, Bundesstraße, einspurig, maximal 100, dann noch mit Sonntagsfahrern, ja, 80. Wunderbar, prima Ballerina, immer noch knapp 2 Stunden. Planmäßig. Jetzt wieder 70, dann geht's durch die Ortschaft. Ich hasse es. Das war das Update. Ich weiß nicht, ob nochmal was kommt aus Richtung Lüneburg. B4 Richtung Lüneburg bin ich gerade. Also, falls ihr gerade hier seid, seid gegrüßet. Es ist überall Baustelle. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Überall, wo du hinguckst,
Autobahn, bunte Straße, Käfer, alles. Und dann ist danach gar nichts. Da ist nur abgesperrt. Und dann 50 km/h. Prima. Super. Dankeschön. Für nichts. C'est la vie. Arrivederci. Ciao, ciao. Buenas noches. Und so fort. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up. Stand up. Stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up. Stand up. Stand up. Good morning, meine Freunde des Austauschsports. Ich begrüße euch aus Hamburg vom Deich. Und ich werde jetzt gleich den Überraschungsgast des Tages treffen. Das Navi sagt noch 700 Meter. Keine Ahnung, wo der mich da rausgelotst hat. Wobei ich dazu sagen darf, ein Dreck. Was machen die da? Dreck. Dass mir jetzt Hamburg, also das Ganze hat Hamburg ein bisschen aufgewertet. Bin ja erst gestern Nachmittag angekommen. Hab nicht mehr viel gemacht, war dann nur Abendessen mit meinen Eltern. Aber das war nicht so toll. Und jetzt hier, ein bisschen außerhalb. Gut. Jetzt kommen wir auf den Parkplatz. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Also ich weiß, wer mich erwartet, aber wir wollen ja mal kurz ins Wasser hüpfen. Fallen da rein. Die sind im Rad da. So, Parkplatz gefunden. Was hat der überhaupt für ein Auto? Oi, oi, oi. Ja, er hat mich versetzt. Danke für nichts. Wo ist er? Hä? Was schmeckt was? Das ist doch der Parkplatz. Schau mal, kennt ihr den? Hallo. Das ist er. Den gibt's auch in echt. Wie sehen eigentlich die Beine aus? Oh, Beine? Ja, sogar rasiert. Also ja, noch und, so Rest. Und. Ein Muskeltonus. Kante. Ach so, auch. Ich fahre draußen. Ja, hier auf dem Deich. Ja. Mit den 45, 50 km/h Gruppen, hast du gerade gesagt. Und was ist jetzt das? Ist das, das ist der Swim-Algo. Das ist meine Schwimmhilfe. Damit schaffe ich gerade so die 1,55. Und vor allem sieht es so aus, als hättest du die öfters an, weil die hier schon gebraucht sind. Jedes Mal. Ich schwimme nie ohne. Komm, hör auf. Aber du hast kein Neo dabei. Nee. Ich habe Neo. Ja, siehst du, habe ich schon wieder schon verkackt. Keine Chance. Also wir befinden uns hier in Hamburg beim Hohendeicher See. Mhm. Ort Kartensee auch genannt. Ist er bekannt? Ja. Ist das der einzige? In der Hamburger Ecke kennt den jeder. Nee, hier hat es eigentlich unendlich Seen ohne Ende. Also wir hätten auch 5 andere auswählen können im näheren Umkreis. Und Rotz? Hm? Rotz? Nein. Nicht, dass ich der Athlet... Wir haben ja gesprochen vorhin. Ja. Leichtes Kratzen im Hals, so wie du. Deswegen das ist gut. 500 Meter hinter dir. Nee, bleib schön nah, dann habe ich wenigstens die Ausrede schon mal parat. Ja. Eine der vielen, weil ich habe auch Rücken. Ja, ich auch, immer. Also Rücken, da kann es bei mir nicht kommen. Der, also schlimmer Rücken der als der grüne Incredible Hulk, ja. Der ist doch so gut trainiert. Der ja, hat das keinen... war, das ist Zeiten. Das ist ja, 25, her. Wie lange ist es jetzt her? Ja, 3, 4 Jahre. Ja, fünf so. Jahre. Hätte ich jetzt auch grob geschätzt. Ja. Also, wie ist denn der Plan, Jan? Sag mal, das ist der See. Na, da ganz hinten siehst du die gelbe Tonne? Das sind genau 500 Meter. Quatsch doch nicht, das sind mindestens 1500. Ja, das kann sein. Ha? Heute sind es 1500, normalerweise sind es 500. Dann habe ich wieder die Schwimmform meines Lebens vorher und im Wettkampf klotze ich dann wieder betröppelt auf die Zeit. Also wenn man von da vorne reingeht, ja? Hat man sogar einen Strava-Segment. Was? Direkt bis zur Tonne, 500 Meter. Nützt ja nichts. Zurück. GPS funktioniert ja eh neben Wasser. Bei mir. Bei mir schon. Was hast denn du da? Garmin. Ja, okay. Phoenix 6 Pro. Funktioniert super. Okay, dann machst du die Zeitnahme. Weil ich mit der schwimme, bin ich super langsam. Ja, meine ist extrem langsam. Das ist dann im Becken immer gut. Ja. Gut, also der Plan ist jetzt, sich den Rotz zu holen, da kurz unterkühlen. Ja, so ein bisschen easy. Oh, und ich fahre ja dann noch weiter nach Kopenhagen. Ja. Melden wir uns danach. Nochmal, ich muss mich ja jetzt erst. Was? Umziehen. Einkleiden, oder? Ja. Was ist Temperature? Ich muss mich nur ausziehen. Ach, wir können doch ohne.
Kannst auch Neo anziehen. Du aber mit Flossen, das ist schon frech, Jan. Willst dich auch im Wettkampf vorbereiten, da schwimmst du wahrscheinlich mit Neo. Angeblich nur 17 Grad, ja, die sind also nicht mehr ganz sauber. Da brauche ich so ein... Also das sind wahrscheinlich jetzt hier 22, 23. Ja, da brauche ich Neo. 22, 23. Ich habe ja Körperfett, minus 5. Minus 5%. Damit ich in dem LWT-Vierer eine Startplatzberechtigung habe. Und deswegen habe ich mich jetzt runtergekocht. Okay. War es angenehm? Ja, wobei der Schein drückt, hier ist Shallow Water. Da hinten. Das ist wirklich warm. Bis zur Tonne hinten. Also schwimmen wir wirklich bis zur Tonne. Danke. Nicht. Was? Doch, weil dann kann ich per Google Earth dann die tatsächliche Strecke ausmessen. Ja, dann müssen wir aber da drüben starten. Oder keine Ahnung, ist ja egal. Nee, ich messe dann. Ist ja wurscht. Geht ja nur ums Körpergefühl. Also gut. Ich bin ja sowieso 500 Meter hinter dir. Also ich warte, nee, du bleibst schön. Und dann ich bleib an. Ins Wasser. Ich probiere das heute mal mit dem Windschatten, mit dem Wasserschatten. Ja, weil wenn du Flossen hast, dann. Kannst du easy Rückenschwimmen machen, wenn ich vorne schwimme. Selbst mit Flossen. Ohne Scheiß, ich bin so langsam gerade, es ist wirklich deprimierend. So langsam wie noch nie. Er baut vor. Also so sprichst du beim Radfahren nie. Nee, da bin ich auch anders. Da kann ich auch. Am Radio Tower? Wie bist du da so aktuell? Sag mal, hat sich da was getan die letzten 3 Wochen? Bin ich ja nicht mehr gefahren. Ich werde dich auch erstmal nicht wieder fahren. Es wird Zeit. Eine Woche nach Kopenhagen könnte man eigentlich wieder Samstagtermin steht. Also Daniel, falls du das hörst, du wolltest ja auch mal mit. Aber Daniel, erstmal dein Gewicht auf 70 kalibrieren, ne? Also genau, gestern hat er sich nämlich Realität. Offenbart. Und ich muss auch mal beim Pascal Wer schauen. Wer sagt, dass 3 Kilo mehr drauf müssen, dann ist in der Realität 8. Der Pascal hat von 80 gesprochen und ich meine, es steht irgendwas mit 76 oder 77. Der hat nämlich mal angepasst. Ja, ja. Das muss auch noch mal. Also Pascal, Dreckschwein. Bestes Material, wir sind hier beide nicht gesponsert, das muss man immer sagen. Ja. Sonst muss man ja auf YouTube diesen Werbe. Ja. Sollte man, muss gar nichts, weil ich bin ja nicht monetarisiert. Lass mich gerade mal so. Das ist er. Der Musterathlet von Swift. Was hast du da? Funktioniert die noch? Ja. Ist die Andy Fock? Nicht, dass du dann sagst, nee. Marcel, ich habe dich gar nicht mehr gesehen. Das ist immer meine Ausrede. Die ist, weißt du, die ist bestimmt 5 Jahre alt. Also da kannst du nicht erwarten, dass die Andy Fock noch ist. Aber wir müssen dann nicht dauernd anhalten, weil das Wasser reinläuft. Nö, und wenn, dann läuft es rein, das ist mir wurscht. Ja, du bist einfach ein Pragmatiker. Also gelbe Tonne, aber da können wir dann schon mal anhalten. Ja, natürlich, da halten wir an. Da muss ich ja erstmal Energie nachfüllen. Und die Pedals austauschen, die jetzt noch zum Vorschein kamen. Wir wollen ja nichts hier im Dunkeln lassen. Du willst jetzt wirklich mit Flossen und Pedals? Ja, ich bin Swimrunner. Normalerweise. Da bräuchtest du noch. Was brauchen wir da noch? So ein Poolboy? Ja, dann lässt man die Flossen weg. Entweder mit Flossen oder mit Poolboy. Und heute habe ich mich entschieden. Kann man das beides? Also kann man da entscheiden oder was? Du kannst entscheiden. Du musst die Sache ist halt. Womit du startest, musst du auch ins Ziel kommen, wenn du Flossen... Wenn also du sagst, die du bambeln dann die ganze Zeit so... Dann nimmst du Flossen mit, die musst halt auch ins Ziel bringen dann. Kannst du machen. Das wäre nichts für mich. Macht aber keinen Sinn, weil du ja im Schwimmen eher möchtest, dass sich die Beine ein bisschen erholen. Da kommt wieder der Stratege raus. Ja. Nee, würde ich auch nicht wollen. Ich hasse allein schon mit langer Hose zu laufen. Deswegen habe ich ja angefangen damals mit Laufband. Und jetzt laufe ich halt nur noch auf dem Laufband. Ja. Nackt. So, jetzt habt ihr euer Bild, wir gehen schwimmen und melden uns. Es artet schon wieder aus. Tschüss, ne? Wir müssen genau gucken, weil das ist ja... Das, keine Ahnung. Willst hast du, das du wieder gucken, deine Tage oder was? Die zeigt mir ja immer an, wann ich meine Periode habe. Moment. Die Uhr, die hat Funktion. Stamina. Ich hätte... Stamina? Hast du auch Stamina? Nee. In Maastricht hätte ich angeblich noch 25% Reststamina gehabt. Also ich hätte... Was ist denn ein Protokoll? Eben war das schon ein Protokoll da. Aktivitäten. Also bevor wir zu den nackten Zahlen kommen, erstmal, wie fühlst du dich, Jan? Bist du noch imstande, jetzt den alten Deich oder was das ist, da hochzukommen? Ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Bin ich auf Kamera? Bin ich live? Du bist... Ich bin nicht live. Jetzt ja eigentlich live, weil ich ja die Videos als live mache. Also du kannst jetzt dich kommentieren. Da rechts vom Video. Naja, der entsprechenden Form entsprechend. Selbst haten. Das gab's noch nie. Konnte sich noch war nie super selbst. Drauf, war super drauf. Ich hatte nur 50 Meter Rückstand auf der Hinrunde. War besser als gedacht. Okay, es war wieder eine BM Pro WM scheinbar.
Swim WM. Ich habe alles gegeben. Jetzt sag jetzt mal, was da stand gerade 1100 irgendwas, das stimmt mich jetzt wieder positiv. Aber auf dem Rückweg haben wir ja nicht 200 Meter mehr gehabt. Wir hatten oben an der Boje hatten wir 472. 500, zack. 500, ja. Als wir wieder losgeschwommen sind, da waren wir 10 Meter weiter getrieben, hatten wir 630 auf der Uhr. Also so viel. Man sieht es an den Bäumen da oben in der Krone, extreme Windverhältnisse. Aber auf dem Wasser war es noch heftiger. Gell? Ja, es war ein Sturm. Es war quasi fast eine Welle. Es war eine richtige Welle. Ja, aber wir wurden wirklich vertrieben. 130 Meter sind wir getrieben. Weg. Deswegen, laut Uhr. Deswegen 1132. Ja, genau. Und was war jetzt das End vom Lied? Das End vom Lied? 83er Puls, 97er Puls, also entspannt, Leine. Höchst entspannt, 1,48er Schnitt, 2024. Das stimmt hinten und vorne nicht. Das stimmt gar nichts. Aber die Zug, guck mal, pro Zug, das könnte hinkommen, weil du ja mit dem Equipment einen viel längeren Zug hast. Ja. 2 Meter, das ist ja auch schon viel. Ja. Bei deiner Spannweite. Ja. Normalerweise habe ich 1,10 Meter oder so. Ja. Also Garmin, ich bitte euch, wenn ihr das hier seht, was nicht der Fall sein wird, aber ich bitte euch, endlich mal ein marktfähiges Produkt zu bringen, was halbwegs stimmt. Aber bei den anderen... Wir können ja mal gucken, was es dann in der App ausspuckt. Für die einzelnen Splits, für die 50-Meter-Splits. Das ist doch alles nur geschätzt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, ich war weit hinten. Wie geplant. Aber das Körpergefühl war da. Es hat sich schnell angefühlt. Es hat sich schnell angefühlt. Das war auf jeden Fall mein schnellstes Schwimmen seit 2 Jahren. Ihr macht es doch extra. Das ist so ein Spruch, hat der Tobias das letzte Mal auch gebracht. Das war mein schnellstes olympisches Schwimmen ever, hat er gesagt. Ja, und dann kam so ein Scheiß bei mir im Wettkampf raus. PB. Ja, der Motivator. Und ich will jetzt hier gerade nochmal den Deich. So. Also Tobi, sollten wir irgendwann mal gemeinsam hier im Norden sein, dann ist das unsere 90-Kilometer-Strecke. Kopfrunde, Sub 2. Aber nur, weil der Jan mit seinem schnellen Wench sich vor uns spannt. Denn er wurde hier noch nie überholt, hat er mir gesagt, im Stillen. Ich wollte es noch mal erwähnen. Noch nie von einem PT-Bike. Oh, hört euch das an. Noch nie. Ja, sind hier alle so schlapp? Alle Triathleten? Ja, alle immer nur rum. Ah ja. Wenn sie schnell fahren, dann fahren sie mit 30 Leuten in der Gruppe. Mit 120 Watt. Ja. Und dann fahren sie 50 km/h. Also so Schenke, Levo. Ja. Er hat ja gesagt. Swift A Plus in Real Life C-Fahrer. Ist einfach zu schnell. Ist halt so. Okay. Abschließende Worte, weil ich fahre jetzt nach Kopenhagen. Ja, viel Spaß. Gib alles. Tschüss, ne? Angekommen hier an der Fähre oder an der Station vor der Fähre. Ich habe keine Ahnung, was man jetzt machen muss. €103! Sind die des Teufels berotzt? €103, einfache Fahrt. Na dann, gute Nacht. Wäre ich geflogen. Spur 10. Fahren Sie in Spur 10. €103! Ja, grüezi miteinander. Und jetzt, wann geht's los? Also ich schau mal. 119. So. Gucken wir mal. Also One Passenger. Quittung. Put Garden Lane. Ahoi, ihr Kameraden. Ja, das mit der Fähre ging dann doch relativ schnell.
Also nicht das Warten auf die Fähre, sondern das Drauffahren und Losfahren. Ist ja wie auf der AIDA. Riecht genauso verbrannt. Wind weht. Schaut mal, der Vogel, ja, wie er mitfliegt. Angeblich dauert die Fahrt eine Dreiviertelstunde. Ja, da wird es sich ganz schön verzögern, bis ich dann in der Unterkunft ankomme. Aber macht ja nichts. Bestes Wetter, ist hell. Hab ja heute nicht mehr viel vor. Hab schon von diesem Video viel geschnitten. Ich lass mich einfach überraschen. Ich kann kein Wort Dänisch, aber vielleicht eigne ich es mir ja dann an die nächsten paar Tage. Eine Luft hier drin. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ein bisschen schleppend hier raus aus der Fähre, aber da vorne ruft die Freiheit. Hier bin ich. Das ist schon so ein Ding, gell? So eine Fähre, also was die transportieren kann. LKWs, Busse, PKWs, dann die ganzen Leute. Schon irgendwie beeindruckend. Und wenn das Ding fährt, man spürt nichts. Das ist so ein Brummer, da wackelt nichts. Es fährt. Deswegen auch Fähre. Flachwitz zum Ende. Zum Ende des Videos. Was macht der jetzt da? Sweden. Welcome, Volvo, Sweden. Achtung, Tageslicht. Ich hab die Schweißperlen wieder auf der Lippe. Jetzt sind wir hier in Dänemark, glaube ich. Welcome, Bischmaster in Dänemark. Und schon die Autoverriegelung an. Ja, gut. Ich war noch nie in Dänemark. Ich war schon an vielen Orten, aber Dänemark, muss ich mich jetzt besinnen? Nee, glaube ich, war ich noch nicht. Jetzt verlassen wir das Hafengelände und das Navi zeigt immer noch 1 Stunde 45 an. Es sind zwar nur noch 164 Kilometer, aber die Autobahn- oder Landstraßenbedingungen werden da hoffentlich gleich stehen, damit ich sehe, wie schnell man da düsen kann. Da vorne ist nochmal so ein Checkpoint. Ah ja, gut. Also, das Highlight ist rum. Das Überraschungshighlight. Und wenn es noch was Schönes zu sehen gibt, schalte ich nochmal an, gell? Immer noch unterwegs. Ich mag doch eigentlich gar kein Auto fahren. Aber ich fahre jetzt hier gerade mit Tempomat. In Dänemark haben sie 110 km/h. Eine Straße, Fähre Richtung Kopenhagen. Autopilot. Geht zweispurig, bisschen Verkehr, aber es ist eher so ein Elefantenüberholen. Und ich habe noch, jetzt haben wir 16.42 Uhr, 65 Kilometer, aber noch eine Dreiviertelstunde. 110, ja, bisschen Stadtverkehr, dann ist man schon da. Panorama ist viel Ackerlandschaft. Schaut mal da. Ja. Und jetzt langsam wird es wellig. Die ersten 70 Kilometer war alles flach. Und jetzt kommen hier die Berge, die mich schaudern lassen. Für den Sonntag. Nee, Rolling Hills. Das gibt Tempo. Ja. Bei den Abfahrten klein machen und hochzusen, ein bisschen Druck. Bin immer noch fix und fertig von der Schwimmeinheit mit Jan. Der hat mich ja dermaßen platt gemacht mit seinem Paddle-Flossen-Swim. Gejagt hat er mich ja, wenn wir ehrlich sind. Schaut, das ist die Landschaft. Sieht so ein bisschen aus wie
in Germany, aber an den Häusern erkennen wir es dann doch, dass man irgendwo anders ist. Ja, ich fahre jetzt direkt zur Unterkunft. Vielleicht dann noch einen kleinen Rundumschwenk. Dann schneide ich das Video fertig und dann seht ihr den ganzen Kram. Und dann ist der Tag heute auch fast schon rum. Ich überlege noch, wenn ich nicht allzu spät ankomme und alles eingerichtet habe, dass ich vielleicht doch noch mal... Naja, wenn ich das mache, dann seht ihr jetzt danach dann noch ein paar Minuten mehr. Wobei das Video schon recht lang ist. Also macht's gut. Ciao.